Hey und willkommen zur nächsten Folge von Minecraft Crafted Deck 6. Heute werden wir unsere neue Base einrichten und ein paar Sachen erholen, alles mögliche machen. Und heute Abend gibt es auch wieder einen Livestream ab 18 Uhr, würde ich sagen. Und schaut dafür mal auf Twitch rein, beziehungsweise stellt die Notifications an hier auf YouTube, die Glocke. Denn dann kriegt ihr auch eine Info, wenn ich das im Community-Tab poste. Ich mache da jetzt mal einen Post hier auf YouTube, beziehungsweise auch auf Twitter. Und auf Twitch merkt ihr sowieso, wenn der Streamer angeht, beziehungsweise gibt's auch, kann man auch Notifications kriegen. Also, wenn ihr die sonst mal verpasst und nicht wisst, wie ihr die rechtzeitig oder die rechtzeitig erinnert werdet, dann versucht das mal darüber und schaltet das ein. Gut, dann legen wir schon los. Und vorneweg noch ein neuer Zuschauer, falls ihr mich noch nicht kennt. Ich mache immer jede Menge Zeug, ähnlich wie hier so Farmen und alles Mögliche, sei es in Projekten, sei es in Update-Vorstellungen mache ich, Tutorials, Guides, was weiß ich nicht alles. Falls ihr neu seid, mich noch nicht kennt, würde es mich freuen, wenn ihr den Kanal noch abonniert, weil dann kommen auch alle Videos dieser Art bei euch in die Abo-Box und das wäre doch ganz nett. In diesem Sinne, vielen Dank schon mal dafür und jetzt geht's auch schon los mit dem Intro. Okay, da wären wir. Ich habe jetzt hier nicht allzu lange AFK gestanden oder so, eigentlich nur ganz kurz direkt und da kommt stückweise ganz gut Zeug rein. Also wir können Prismarinen ziemlich viel bauen und ich würde halt in der Hölle mal ausbauen demnächst. Dazu brauche ich Sandstein, würde ich sagen. Wir machen es mal ein bisschen anders, ja. Ich würde Sandstein, Netherwarzenblöcke und Prismarinblöcke verwenden. Was ich mir so ein bisschen vorstelle, ist, dass wenn jemand hier so reinkommt, er völlig verwundert ist, wo bin ich denn hier gelandet? So von einem anderen Tag. Ich muss so einer Nacht-Nebel-Aktion den kompletten Nether überarbeiten. Auf einmal geht immer ein Portal rein, denkt man sich, wo bin ich denn hier gelandet? Aber alles irgendwie so neu und anders und muss ich zurechtfinden und dann so, was geht hier ab? Und ja, keine Ahnung, dann noch die Portale beschildern vielleicht, damit man weiß, wo was grob hingeht und so. Und das hört sich interessant an. Aber hast du, dann kommt sie da rein, alles normal. Aber ja, Sandstein ist immer ganz nett eigentlich. Ich glaube, ich sollte doch mal das Portal 1 absetzen oder so. Weil unter anderem hier das Portal ist auch auf dieser unteren Schicht und das ist noch etwas erhöht hier drüben. Naja gut, aber das ist halt so, als wenn hier der Boden ist, das ungewohnt ist, wenn das hier so ein Ding nach oben steht. Um generell jetzt ein paar Sachen umzubauen und zu strukturieren, ich würde auch in der neuen Base ein Lager tatsächlich bauen, damit ich da Sachen reintun kann. Ich würde mir eine Enderkiste besorgen. Da müsste ich allerdings noch mal Obsidian farmen, weil das habe ich gerade gar nicht für ein anderes vielleicht. Und heute Abend im Stream werden wir uns Soul Sand besorgen, die Guardian Farm komplett fertigstellen, zusätzlich wahrscheinlich auch ein bisschen Sandstein farmen und da schon mal anfangen oder so. Für meine Hütte hier, habe nicht mal weitergebaut, glaube ich. Ich musste erst noch Gravel farmen und Sand, damit ich weiteren Concrete kriege, um hier den Rest vom Dach fertig zu bauen. Aber wenn das Dach hier oben steht, dann habe ich eigentlich die grobe Form und wir können hier anfangen mit kleineren, weiteren technischen Geschichten. Oh ja, hier muss auch noch dann fertig gemacht werden. Also so ganz kleine Eckchen. Das ist gar nicht mehr so viel, muss ich sagen. Hier kann ich dann noch eine Decke reinbauen. Ich kann eigentlich hier Concrete noch weiter mit hinsetzen bis nach vorne. Haben wir so einen kleinen Deckenabsatz. Und hier kommt noch Glas mit rein. Da geht so aus. Und dann haben wir das Haus im Wesentlichen schon ganz gut. Von außen die Garage geht hier so seitlich nach unten. Und dann brauchen wir ein Labor. Und ich möchte auch so ein 3x3, mindestens 3x3 Redstone-Geheimtür machen, die komplett flasch ist. Okay, jetzt aber, um wirklich Sachen umzulagern, brauchen wir Holz und Kissen und alles Mögliche. Ich würde mal sagen, Dark Oak wird zu Kisten. Und dann so ein paar Basic-Sachen brauche ich einfach. Wie zum Beispiel, obwohl ich glaube ich auch noch welche drüben, Steine für Öfen. Warum macht man das? Ich muss mal ein vernünftiges Ofensystem bauen und ich muss vor allem wegen die Base mal planen. Ich fühle mich so ungeplant, wie ich den Aufbau mache des Wassertempels innen drin. So, ich habe auch eben gerade mal was gemessen und zwar, wie lange es dauert, bis ich von hier zu meiner normalen Base bin, beziehungsweise von der normalen Base bisher gekommen bin. Das dauert 45 Sekunden einmal. Also es geht. Ich versuche halt, wenn ich Minecraft spiele, alles möglichst nah erreichbar auch zu haben. Und die Frage ist jetzt, wie wir jetzt hier grob basemäßig was aufbauen. Also, ich hätte gedacht, eventuell kann man ja hier auch nochmal ein etwas größeres Lagern machen. Also es ist gefühlt halt ein bisschen weiter weg, ja, so im Ozean, dies und das und vielleicht kommen da nicht so viele Leute ran und plündern die Farm oder plündern das Lager oder sonst irgendwas. Und
Was ist denn, wenn wir hier so um die Farm mehr so halb kreisrund wieder so ein Lager machen, ähnlich wie in Craft Attack 5 und dann hier hinten die Räume nutzen, um da technische Anlagen reinzustellen. Also so ein paar Redstone Farm, so Chicken Farm, Cactus Farm und alles mögliche, weißt du, dass man sich hier aufhalten kann. Der Nachteil dabei ist halt, man lädt die Chunks zu Hause nicht. Also mein Dorf würde nicht geladen werden, die Eisenfarm ist nicht geladen und so ein paar andere Sachen, die ich da schon gebaut habe. Zuckererfarm, was ich nicht alles. Ich finde es nicht schlecht, grundlegend zwei Basen zu haben. Die werden auch manchmal von anderen Spielern geladen. Also sind irgendwo ganz da hinten in dem Bereich. Aber naja. Dann probiere ich einfach mal ganz blöd hier was zu machen. Meint er, das passt so? Oder ich schiebe es nochmal ein bisschen weiter nach hier. So, eine Kiste. Zwei Kisten. Auch muss ich den Abstand 1, 2, 3, 4 Blöcke Abstand. 1, 2, 3, 4 Blöcke Abstand. Also auf dem fünften Block, weil 1, 2, 3, 4 hier Luft sind. Genau. Würde ich so zwei jeweils machen. Pass auf. Wir können das so machen. Ich mache das gar nicht mal halb rund, weil das wäre öde. Das hatte ich schon im letzten Mal. Ich mache das am Stück. Werde hier halt mit Blöcken Trennungen machen. Meinetwegen mit Nether Ward Blöcken oder sowas. Also irgendwas Exotisches oder Nether Ward Quartz oder ja, Prismarine hatten wir erst, ne? Oder Dark Prismarine. Das hatte ich noch nicht. Weil das war auch eher selten. Da braucht man Ink Sacks dafür, um das auch zu craften. Aber eventuell kann man dann hier irgendwie was bauen. So um den Dreh und auch hier um den Dreh. Dann die Frage, wo kommt nochmal der Enchantment Table hin? Ich brauche nochmal einen Braustand und ähnliches. Am besten automatische Braumaschine, beziehungsweise zumindest sowas, wo man einstellen kann, welche Zutaten gerade reinfluppen. Da hatte ich auch mal ein Tutorial zu gemacht. Muss mal gucken. Vielleicht kann ich das machen. Das ist auch schon Ewigkeiten her, da muss ich selbst mal mein eigenes Tutorial angucken, wie ich es damals gemacht habe. Und dann hier sowas vielleicht. Ja. Okay, soweit so gut. Hier würde ich das lassen. Mehr würde ich nicht machen. Auf der anderen Seite hier ebenfalls. Dann auch hier nochmal Kiste. Und hier geht's mit Dark Prismarine nach oben. Drei Block habe ich jetzt mal gemacht. Oben können wir dann mit Prismarine Slabs abschließen, sodass man trotzdem auf die Kisten zugreifen kann. Beziehungsweise oder einfach offen lassen. Vielleicht kann ich Prismarine Slabs auf die Ecken hier oben ersetzen. Ich würde mich halt schon gern irgendwie hier aufhalten, weil die ganze Zeit hier die Guardians reinprasseln und man Zeug farmen, ne? Und das wird ja noch wesentlich schneller sein als das, was jetzt kommt. Weil die verstopfen ja auch hier oben jetzt, weil noch nicht alles mit Souls in Fall ist. Ach ja, übrigens, was ich gewohnt habe, den Wither Skull hier, ja, den habe ich gedroppt bekommen. Wer jetzt gedacht. Dit war ein Monster Drop, als ich in der Hölle war und Lava Gold hatte, glaube ich. Da habe ich Lava Gold, wenn ich das hier ausmalen kann. Und dann bin ich unten entlang gelaufen, wo mein Dings war. Gut, und jetzt halt die Frage beim Prismarine. Ich kann die mal die Bricks nehmen, beziehungsweise manchmal eben raus. Und dann machen wir mal hier Schlepps draus. Ist auch richtig gut, dass man jetzt Stufen alles machen kann. Also so. Und die können dann halt oben drauf gehen. Beziehungsweise vielleicht kann ich die einfach generell als Linie durchziehen. Ah, das wäre eine schöne Unterwasserbase, glaube ich. Hier wird einiges passieren. Ich bin mir überlegen, Eisenblöcke mal zu verwenden, weil ich einfach so viel Zeug mittlerweile rausbekommen habe von den... Also das heißt so viel Zeug, also relativ... halt. Moment, Moment, Moment. Mir fällt was ein. Ich kann noch Seelaternen noch verwenden. Ich habe schon wieder 9 Seelaternen for free. Und die könnten wir doch vielleicht sogar an die Unterseite hier machen. Ich würde sowieso generell den Tempel damit Seelaternen beleuchten. Also so könnten wir machen. Aha. Hier ebenfalls, sodass wir nämlich auf die Mitte hier ein Schild hinsetzen können mit einem Inhalt. Ich wollte deswegen da die Laternen nicht hinsetzen und oben wollte ich nicht hinsetzen, weil die zu weit vom Boden weg sind, dann deswegen nicht so weit den Boden beleuchten. Düdüdüm, kann ich einmal lang gehen, okay. Ja, also was halt jetzt fehlt, sind dann die Kisten, das ganze Material, was wir dafür brauchen. Ich kann trotzdem schon mal hier die Teile setzen, Kisten kann ich ja ohne Probleme nachträglich platzieren. Aber ich habe noch nie mit Prismarinblöcken gebaut und ist jetzt echt mal Premiere hier.
Da sag ich nicht nein. Ich mal kurz mit. Zack. Okay. Also, das wäre dann so der aktuelle Stand. Das wird aufgefüllt und dann kann ich ja hier in verschiedene Kategorien einteilen. Baublöcke, Wertvollsachen, Holzsachen oder, keine Ahnung, irgendwie Kleinzeug und Gemüse und Nether-Sachen oder sowas. Also, das deckt sich hoch auf Dreifachkisten. Ich kann ja mal gucken, wie ich das nochmal differenziere. Eventuell kann ich hier irgendwie die mal, naja. Ich werde es mir dann wahrscheinlich hoffentlich merken können. Ich habe schon wieder 60 Shards zusammen. Guck mal, wie schnell das kommt. Ich habe die Kisten eben gerade leer gemacht. Und die Farm ist läuft gerade auf 20% oder so Effektivität. Weniger, schätze ich mal. Weil die alle klumpen da oben. Ja, also ich kann hier ganz gut noch was geben. Ich geile die ganze Zeit diesen Seelaternen hinterher. Wisst ihr das eigentlich? Die ganze Zeit. Her damit. Gib mir Seelaternen. Waren immer so selten. Und ich komme darauf nicht klar. Dass ich die jetzt endlich mal for free krieg. Das erste Mal. First time ever. Also im Survival-Spielen jetzt. Jo, sowas in den Dreh. Und jetzt halt noch die Sache mit den Netherwarzen ähnliches. Vielleicht kann ich ja noch ein überschüssiges Soulsend. Ich werde noch Soulsend farmen gehen, auch mal eine Netherwarzen-Farm hier noch bauen. Problem ist bei der Netherwarzen-Farm, das geht ja nicht automatisch immer, ne? Weil du kannst sie nicht automatisch anpflanzen, du kannst sie nur automatisch ernten, höchstens du musst sie sonst immer selbst anpflanzen und ja, vielleicht kann ich was machen, wo Wasser das aberntet und dann, dass ich es per Hand setze oder so. Oder vielleicht mache ich einfach das komplette Vollmend. Netherwarzen, sodass ich dann noch Blöcke für den Nether habe, aber das ist so eine ja, ewige Aufgabe. Zum Thema ansonsten umstrukturieren. Ich habe ja noch Items drin, also Erde und Gras. Will ich das jetzt schon umlegen? Nö. Zum Thema Witherskull, ich würde den gerne mit in mein Hauptbase setzen. Und da gehe ich jetzt gleich auch nochmal hin und Kissen und sowas einsortieren. Später machen wir dann. Schwämme könnte ich ebenfalls nochmal trocknen. Einen guten Ofen muss her. Ich habe so einen super Schmelzerofen. Das werdet ihr wahrscheinlich dann demnächst noch sehen. Da mache ich auch noch ein Video zu. So, okay. Also, ich bin nochmal zurück. Und zwei Sachen. Erstens, ich müsste mal... Also, ich habe mich so entschieden, ich werde auch hier die Diamantachse mal perfektionieren. Also, da wird auch Mending drauf kommen. Die geht jetzt bald kaputt. Und ich muss wieder Holz fahren für neue Kisten und so. Und ich habe nicht mehr so viel übrig gehabt. Dies, das. Habe gesehen, ich habe wieder die riesen Bäume hier. Und das wird definitiv ein Fall für Mending. Dann würde ich mal in den Shop unten reingucken. Da müsste eventuell sogar wieder was verkauft worden sein, denn ich hatte da was gehört. Dann als nächstes, oh Gott, ich wollte ein paar Villager weggrillen, weil sind wieder Nitwix gespawnt und ich brauche endlich mal wieder, ich habe keine Lava mehr. Und ich brauche endlich mal wieder neue davon. Die Tauschangebote sind alle gesperrt, beziehungsweise ich habe noch eine andere Idee, die ich jetzt machen werde. Ich habe ja die Weizenfarm, wo ich die ganze Zeit mir Brot mache. Ich esse jetzt einfach die Fische immer und das Weizen, was kommt, werde ich in meine Tierfarm hier vorne investieren, in die Kuhfarm. Und ich habe einfach so heftig das Problem, dass ich die nicht mehr entsperrt kriege, die Librarian Villager. Ich weiß nicht, ob der irgendwer anders noch kräftig mittradet, aber ich kriege die nicht entsperrt. Und das ist ein ziemliches Problem. Ich kann keine Emeralds mir die ganze Zeit traden, weil es nicht richtig funktioniert. Achso, ich habe Partikel auf Minimal gestellt, wegen dem Soul Sand und was. Deswegen nicht wundern, wenn ihr hier jetzt gar nichts seht. Aber gehen wir ganz kurz hier durch und fütter die Male und so weiter und so fort. Ja, das ist irgendwie, keine Ahnung. Und der nächste Gedanke ist jetzt, also ich habe schon versucht mit Emeralds Glas zu traden, also wieder rückwärts, aber funktioniert nicht so gut. Deswegen mache ich folgendes, ich gehe jetzt hin und sorge dafür, dass ich ganz viel Leder bekomme und mache dann mit dem überschüssigen Zuckerrohr, was ich nicht verwerten kann, Bücher und versuche noch das dritte Angebot zu nutzen des Villagers, um ihn wieder frei zu traden, damit ich wieder Zuckerrohr traden kann. Das ist so das Einzige, was ich gerade noch habe. Ich habe auch die Eisenfarm entleert, waren über 3 Stacks drin. Ja. Läuft ganz gut. So, dann als nächstes Mending. Ach genau, ich wollte meinen Shop abchecken, was da inzwischen drin gelandet ist. Nämlich, da müsste wieder was verkauft worden sein. Ich bin mir gar nicht sicher, wie viele Bücher vorher noch drin waren, aber wir schauen einfach mal. Okay, eins wurde ausgetauscht. Ich weiß nicht, ob ich hier noch ein weiteres hatte. Will ich gerade nicht unterstellen. Kann sein, kann nicht sein. Aber 10 Dias haben wir tatsächlich wieder eingenommen und das ist echt super und jetzt sind nur noch 3 Stück drin. Ich muss wieder welche nachfarmen ebenfalls. Dann die andere Sache ist, ich möchte ja ein eigenes jetzt haben, also nehme ich mir mal eins kurz raus und es sind nur noch 2 drin, die aufgestockt werden. Und das packe ich jetzt auf die Axt. Dann habe ich schon mal was für meinen Seelenfrieden getan, für euren auch, weil ihr sagt ständig, repariert deine Axt ja wieder, dann ist kein Mending drauf. Beziehungsweise ich will auch kein Dia dafür ausgeben. Deswegen, das machen wir jetzt ebenfalls.
Es wird immer perfektionierter hier. Das Einzige, was noch fehlt, ist vielleicht Unbreaking auf dem Ding. Die kassiert heftig die Rüstung. Die ganze Zeit durch die Guardian-Schüsse. Die Guardian-Schüsse haben die schon wieder zur Hälfte runtergehauen. Das ist echt heftig. Beziehungsweise Guardian machen ja Magic Damage. Ich wundere mich eigentlich, warum das überhaupt die Rüstung zerstört, so in dem Sinne. Naja, aber ihr seht den Unterschied zwischen Unbreaking und No Unbreaking. Kein Unbreaking hat die Hälfte der Haltbarkeit und mit Unbreaking hat es nur so ein bisschen abgezogen bekommen. Man merkt das schon. Ich werde noch hier wieder ein paar Sachen dann aufladen, also mache ich dann auch im Stream. So, und dann ziehen wir da jetzt mal ganz kurz auf die Axt das Mending drauf. Kostet nur 2 Level. So, als würde sie sich ebenfalls wieder reparieren. Und ich muss irgendwann nochmal einen schönen Bogen machen, dies, das. Und wenn ich jetzt gleich mal nach da vorne gehe, ich brauche noch eine Enderperle. Plus Placeport, das habe ich aber auch da. Und Obsidian. Ich würde mir mal etwas Obsidian besorgen, um dann eine Enderkiste auch vor Ort in dem Base Nummer 2 im Tempel zu kriegen. So, dann. Also A, hier ist gerade irgendwie ein Bastion aufgetaucht. B, ich würde mal ganz kurz Blaze Powder holen und eine Enderkiste basteln. Hab ich irgendwie am Anfang in Folge 1 oben gebuggt im Inventar gehabt. Eine Einweg-Erläuterer. Keine Ahnung, wie habe ich seitdem da irgendwie rumschimmeln? War mir zu schade wegzuwerfen. Weise nur einmal. Also es macht keinen Unterschied. Ich habe die noch nie benutzt oder so. Werde ich wahrscheinlich nicht. Das ist aber ein dickes Stück jetzt. So, was haben wir gemacht? Enderkiste. Hier, ach man sieht die ganzen Texturen nicht. Enderkiste. Kann ich? Okay. Ach ja, in der letzten Folge wollte mir jemand verklickern, dass man auch mit Shift-Klick einfach die ganzen Hopper-Minecarts auf einen Schlag machen kann. Nee, kann man nicht. Denn man kann die Minecarts nicht stacken. Und du kannst nur stackbare Items mit Shift verschneller durchcraften. Ja, das wäre natürlich schön gewesen, aber klappt so leider nicht. Dann, ich kann nochmal einen Dia-Block nachlegen und diesen paar Einzel-Dias, die können da so ran. Und hier und da die Elytra war das gemeint. Das ist ein Einweg-Elytra. Ich weiß nicht, ich hatte irgendwie in Folge 1 im Inventar gehabt. Sie ist mir irgendwie da rausgebackt. Ja, gut. Kann man mal machen. So, und dann gehe ich jetzt wieder weiter. Und wir laufen einmal rüber in die Base und stellen auch Enderkiste hin. Und was sind wir jetzt hier gelaufen? Ach, Holz, ich wollte neue Kisten holen. Ja, komm, ich verfrage das mal die Enderkiste rüber. Okay, folgendes, mir ist noch was eingefallen. Und zwar, ich suche noch nach einer... Muss das sein? Ich suche noch nach einer Möglichkeit, wie man... Weißt du was? Wenn das wirklich so gefährlich ist, dass Leute einfach nur einen Block Boden abbauen können, dann werde ich hier das Ding wieder auffüllen um einen Block. Also, dann steht das Portal wieder einigermaßen. Ich glaube, ich werde den Boden dann um 1 anheben, wenn er mich vor... Und Zinos Portal kann ich eigentlich auch nach oben schieben. Ich kann alles komplett umbauen hier. Und einmal bearbeiten, alle Portale auf eine Höhe bringen und dann ein Dings draus machen. Und zwar folgendes. Mir geht es darum, dass man schnell von hier nach da drüben kommt, zu meinen Stationen, beziehungsweise zum Portal zumindest. Und da war die Frage, könnte man nicht irgendwie so eine Pistentransportstrecke machen, die einen hier entlang schiebt, auf Eis oder sowas? Oder irgendwie diagonal dann so brrr darüber donnert? Weil das wäre an sich ganz geil und dann muss man nicht so ewig lange rumrennen. Ewig lange sind ja 45 Sekunden, aber immer noch lang genug. Und gibt es da irgendwie ein schönes Design? Weiß das gerade zufällig jemand? Einfach eine Pistentransportstrecke, die den Spieler schneller nach vorne schiebt, als ich jetzt hier laufen bzw. mit Minecart fahren kann. Weil das wäre nämlich echt schön. Und ja, muss man halt immer sonst ein bisschen von A nach B laufen. Gut, aber dann soweit so gut auch. Enderkiste. Was ist der ideale Ort für eine Enderkiste? Eigentlich hätte ich gedacht, irgendwie separat, ist ja egal, ich kann mal kurz zwischenstellen. So, dann können wir hier auch schon mal drauf zugreifen. Und ich habe noch Netherwart-Blöcke mitgenommen, damit wir das hier ein bisschen schöner vielleicht machen. Beziehungsweise mal gucken, ob wir irgendwie hier, weiß ich nicht, das Portal ein bisschen bearbeiten. Diese richtigen Kontrastfarben hier. Ich bräuchte vielleicht Slabs. Verdammt, habe ich auch nicht hier. Und zwar Quarz-Slabs oder sowas, die ich jetzt vor das Portal sehe, eher so weiß ist, dann kommst du hier so raus oder sowas.
Ich weiß nicht, ob ich ein Fähnchen noch was hinkriege, inwiefern das gut aussieht oder nicht. Aber wir überlegen uns mal. Da warte, ey. Ganz ehrlich, die Weihnachtskisten, die machen es noch ein bisschen seltsamer. Also ohne die, wenn es normal aussieht, hätten wir noch mal einen ganz anderen Blick drauf. Nee, also hier muss ich mal schauen. Gefällt mir auch noch nicht so. Gibt es eigentlich für Netherwarzenblöcke gibt es auch kein Werkzeug anscheinend, weil die baut man auch eher langsam ab. Also das ist schon mal nicht so nett. Da muss ich gucken, wie ich die am besten platziere. Weil es nur so ein Beispiel, wie die mit dem Prismarin hier ganz gut zusammenpassen. Aber ich denke, wir werden uns einiges im Stream überlegen. Aber wir haben noch jede Menge zu tun. Ich bin echt heiß drauf, hier das Zeug noch fertig zu kriegen und das Soulsand zu farmen. Aber das zwischendrin habe ich jetzt leider keine Zeit mehr dafür. Deswegen verschiebe ich das. Ich hoffe trotzdem mal, die Base nimmt dann hier langsam so ein paar schöne Formen an. Und euch gefällt die ganze Sache hier. Vielen Dank fürs Zuschauen. Denkt an den Stream nachher und schaut vorbei. Schaut vorbei. Bis dann, lasst krachen und tschüss.